Das Jahr 2023 bleibt weiterhin herausfordernd und beschert uns einen Verlust von minus 6.280 Dollar im Wochenergebnis mit unseren Strategien nach COT-Daten für die letzte Handelswoche. Wie es dazu kam und welche Trades dazu geführt haben, erfährst du wie gewohnt hier in unserer wöchentlichen Marktanalyse. Los geht's! Hallo zusammen, ich bin Sascha von InsiderWeek und wir schauen heute wieder gemeinsam auf die vergangene Handelswoche zurück und zeigen euch unsere Trades nach COT-Daten und natürlich auch alle Ergebnisse. Bevor wir direkt reinstarten, wie immer der kleine Hinweis, falls du dich für Trading und den erfolgreichen Handel mit Rohstofffutures interessierst und noch kein Abo hast, dann abonniere einfach mit einem Klick unseren Kanal und verpasse ab sofort kein Video mehr. Außerdem starten wir im Februar mit neuen Webinaren und beginnen am 5.2. um 10 Uhr mit dem Thema Wie handelt man ein kleines Konto groß? In diesem Webinar zeigen wir am Beispiel unseres Startup-Kontos einmal, wie man ein kleines Konto erfolgreich handelt, welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte und was den Trading-Erfolg beeinflusst. Es folgen dann weitere Webinare und ihr könnt natürlich auch alle vergangenen Webinare hier über den Link oben rechts Wissen anklicken und könnt euch die nochmal anschauen. Alles bei uns wie immer auf der Webseite, Link in der Videobeschreibung. Okay, starten wir direkt rein und starten wie immer zum Beginn mit der COT-Strategie. Dort zum Anfang erstmal der Blick auf den CRB-Index. Wir können hier im Wochenchart gut erkennen, dass es aktuell keine große Veränderung gab und der CRB-Index in den letzten beiden Wochen keine prägnanten Impulse gezeigt hat, sondern eher sehr verhalten auf seinem Niveau gelaufen ist. Momentan läuft er nach wie vor sehr sauber in seiner Schiebezone, das sehen wir später auch in den Trades im Markt, wie die Märkte sich damit dementsprechend verhalten haben. Anhand der grünen Linie, die die Saisonalität des Index abbildet, können wir weiterhin ablesen, dass er prinzipiell sehr sauber gelaufen ist und erwarten trotzdem erstmal weiterhin steigende Rohstoffpreise. Momentan muss er uns aber auch erstmal klare Impulse zeigen. Dann der Blick auf die Watchlist. Welche Märkte hatten wir anhand unserer Kriterien und den COT-Daten für die Kalenderwoche 4 auf der Watchlist? Aus der letzten Woche waren noch auf der Long-Seite nach wie vor Mexican Peso und Kupfer sowie auf der Short-Seite Zucker. Außerdem kamen der Mini-Nasdaq und Baumwolle auf der Long und Australien-Dollar sowie Sojabohnenmehl auf der Verkaufsseite dazu. Ein kurzer Blick aufs Portfolio zeigt uns, dass wir mit 3 Positionen in die Woche gestartet sind und die Woche mit einer offenen Position im Micro-Crude-Oil beendet haben. Wir waren zum Start mit 12 Kontrakten Short im Zucker und jeweils Long mit 24 Kontrakten in Mexican Peso und einmal 10 Kontrakten im Micro-Crude-Oil-Future. Starten wir mit Zucker. Zucker haben wir auch letzte Woche schon hier in der Marktanalyse bzw. in den Handelsergebnissen besprochen. Nach wie vor lief der Markt in der Vergangenheit sehr lang in seiner Range, hatte zuletzt eben seinen Ausbruch nach oben im Wochenchart gefaked und für einen Verkauf sprachen erstmal die Schwäche, ein aktives COT-Verkaufssignal und natürlich auch die fallende Saisonalität, die wir hier unten sehen. Ja, auch die Fundamentale und auch Wetterdaten sprachen eher für fallende Preise, weshalb wir hier Short-Einstiege gesucht haben und auch genommen haben. Auf dem nächsten Chart können wir schön sehen, dass Trading trotzdem immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten bleibt und auch wenn grundsätzlich sehr, sehr vieles für fallende Preise sprach, sehen wir hier sehr schön, dass der Markt in dieser Woche gegen unsere Erwartung einen sehr kräftigen Impuls nach oben gemacht hat. Wir sehen hier eine große grüne Kerze mit sehr großem Körper und einer kleinen Lunte. Hier war man sich also recht einig und hat erstmal zugegriffen. Die Support- und Resist-Zone hier im Chart zeigen uns, wo die Commercials ihre Preisniveaus stark abgesichert haben. Und wenn wir einmal auf die Large Speculators schauen, die können wir hier an der grünen Linie erkennen, dann sehen wir, dass sich auch hier die Position gar nicht verändert hat, bei beiden Parteien keine extreme Veränderung vorhanden ist. Anfangs der Woche ging man noch davon aus, dass Indien die sowieso schon überhöhte Zuckerproduktion nach einer Überprüfung des Eigenbedarfs für den Export eventuell doch nochmal erhöhen könnte und somit ging man natürlich nochmals von fallenden Preisen aus. Ja, wieder erwarten, gab man nun aber jetzt bekannt diese Woche, dass man seine Produktion als immerhin der größte Produzent der Welt drosseln würde, was eventuell ein Grund für diesen Anstieg hier sein könnte. Gut, letztlich bleibt es aber egal, wir wollen natürlich nicht recht haben, sondern wir wollen traden, was wir sehen und aktuell müssen wir einfach warten, bis der Markt sich für eine Richtung entscheidet. Momentan könnte er wieder am Resist abprallen und den ursprünglichen Weg nehmen oder er durchbricht den Resist und wir würden dann auf eine Trendfortsetzung setzen. Aber wir warten hier einfach mal ab, was der Markt uns zeigt und reagieren dann. Im Tageschart kann man hier sehen, dass unser Timing für den ersten Einstieg am Rücksetzer zu früh war und auch der regelkonforme Re-Entry wurde jetzt nun regulär ausgestoppt. Durch den erneuten Ausstopper haben wir in dieser Position nun einen Verlust von minus 8.064 Dollar realisiert.
Trotzdem, wie gesagt, es bleibt erstmal spannend im Zucker. Wir warten hier noch an der Seitenlinie ab, was der Markt uns jetzt zeigt und werden gegebenenfalls nochmal einen Einstieg wagen. Nächster Markt, Mexican Peso. Im mexikanischen Peso sehen wir, dass der Markt eine sehr, sehr lange Range-Phase seit circa Anfang 2021 akzeptiert hat und diese auch bis auf diese beiden Ausbruchsfakes sehr sauber gespielt hat. Nachdem der Markt dann nach seinem Eintritt in die Range einen erneuten Ausbruch geschafft hatte, hatten wir auf Trendfortsetzung spekuliert und eben letzte Woche eine Position eröffnet. Auf dem nächsten Chart kann man sehen, wo wir wahrscheinlich das nächste Level getestet hätten und können erkennen, dass wir in der Spitze nicht sehr weit entfernt davon waren. Nachdem wir den Rücksetzer abgewartet haben, konnten wir mit 24 Kontrakten hier long gehen und waren investiert. Da der Markt aber keine richtige Dynamik aufgezeigt hat und mit den Tagesschlusskursen sehr eng beieinander lag, haben wir uns entschieden, hier erstmal die Gewinne mitzunehmen und den Trade glattzustellen. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass Mexican Peso Potenzial hat, warten hier aber erstmal an der Seitenlinie ab und versuchen beim erneuten Anziehen des Kurses nochmal einzusteigen. Aktuell haben wir diesen Trade aber mit 2.400 Dollar Gewinn realisiert. Kommen wir zu Crude Oil. Im Crude Oil sind wir long investiert. Der Markt hatte sich zuletzt an seiner Akkumulationszone wieder gesammelt und auf diesem Level wurden die Preise in der Vergangenheit auch schon mehrmals akzeptiert. Wir hatten hier auch sehr viele COT-Kaufsignale. Auch die Saisonalität spricht aktuell ebenfalls eher für die Kaufseite. Allerdings sehen wir auch hier, dass der Markt nicht wirklich Stärke zeigt und sich seit einiger Zeit innerhalb dieser Abverkaufskerze hier konsolidierend bewegt und es momentan einfach nicht schafft, einen Schlusskurs außerhalb zu bestätigen. Und auch im Tageschart sehen wir, dass der Markt sich seit einiger Zeit nur seitwärts bewegt und einfach keine klare Richtung einnimmt. Somit versuchen wir jetzt erstmal aus dieser Position wieder rauszukommen, um einfach das Risikokapital nicht mehr zu binden und lieber in einem anderen Markt nach besseren Chancen zu suchen. Aktuell sind wir hier noch investiert und berichten natürlich, sollte sich was ändern. Dann ein kurzer Blick auf den Nasdaq, der ebenfalls auf der Watchlist zu finden war. Ja, hier haben wir versucht, eine Position long zu eröffnen, aber der Markt hat uns leider stehen gelassen und wir waren in diesem Fall nicht dabei. Aktuell sind die Indizes allgemein interessant und wir versuchen dann einfach nächste Woche nochmals einen Einstieg zu bekommen und schauen, was dann passiert. Nächster Markt Kupfer. Ja, auch im Kupfer hatten wir auf eine Korrektur gewartet und wollten uns auch hier long positionieren. Allerdings läuft der Kurs hier eher seitwärts, auch hier keine wirkliche Dynamik zu sehen und ist aktuell auch erstmal nicht mehr interessant für uns. Wir warten hier auf weitere Impulse und entscheiden dann neu. Nächster Markt war Cotton. Bei Baumwolle ein ähnliches Bild. Auch hier wollten wir long in den Markt einsteigen, wurden aber nicht getriggert und der Markt verbleibt aktuell weiter in seiner Keilform. Auch hier warten wir erstmal auf eine klare Bestätigung und suchen uns dann einen Einstieg. Im Australian Dollar haben wir auf einen Trendwechsel nach unten gewartet. Aktuell kann man aber schön sehen, dass sich der Trend eher wieder Richtung Long fortsetzt. Sodass wir auch hier erstmal keinen Einstieg vornehmen. Letzter Markt auf der Watchlist ist Soybean-Mehl. Auch hier haben wir bisher kein klares Einstiegssignal oder kein aktives Einstiegssignal nach Moving Average 18 bekommen. Der Kurs hat es zwar schon geschafft, unter dem Moving Average zu schließen, aber er konnte bisher kein Einstiegspattern ausbilden. Aktuell, wie man schon sehen kann, befindet er sich wieder über dem Moving Average und wir warten jetzt erstmal, ob er nun Stärke zeigt und vielleicht neue Hochs schafft. Oder ob er auf tieferem Niveau wieder dreht. Also bis jetzt hier keine Neuerung, wir bleiben erstmal an der Seitenlinie. Kommen wir zur COT2-Strategie. Mit der COT2-Strategie sind wir mit einer Position im Mexican Peso gestartet und halten diese am Ende der Woche nach wie vor. Kurzer Blick in den Tageschart. In der COT2-Strategie verwenden wir andere Ein- und Ausstiegstechniken als in der COT1-Strategie. Und aus diesem Grund halten wir hier im Mexican Peso noch an der Position fest und bleiben auch weiter investiert. Ein weiterer Grund, dass wir noch investiert sind, ist natürlich das reduzierte Risiko. Da wir in diesem Markt bereits in einer anderen Strategie ebenfalls investiert waren, handeln wir hier in der COT2 nur mit 6 Kontrakten und 0,5% Risiko. Kommen wir zum Wetterkonto. Im Wettertrading haben wir aktuell noch unsere Position im Boil ETF und halten diese auch weiterhin. Diese Position halten wir planmäßig bis zum Ende des Winters und warten hier noch ab, was passiert, bevor wir die Position dann endgültig glattstellen. Hier gibt es also momentan keine Änderung. Dann schauen wir uns noch die Ergebnisse im Startup-Account an. Wer sich für die Ergebnisse im Pro-Account interessiert, der kann natürlich bei uns auf der Webseite unter Trades und Erfolge Pro-Account wählen und kann hier ganz entspannt alle offenen Positionen und alle gemachten Trades nachverfolgen. Also, wenn ihr Lust habt, schaut gerne vorbei auf unserer Homepage. Link wie immer unter der Videobeschreibung. Wir sind im Startup-Account mit drei Positionen und jeweils einem Kontrakt im Zucker, Mexican Peso und Crude Oil Micro gestartet und beenden die Woche mit der verbliebenen Position im Crude Oil.
Im Startup-Account haben wir diese Woche im Mexican Peso einen Gewinn von 70 Dollar realisiert und im Zucker hatten wir einen Verlust von 683,20 Dollar. Die Position im Micro Crude Oil ist aktuell noch offen. Ja, wie man sieht, war natürlich auch hier der Start im Startup-Account nicht perfekt für uns. Allerdings ist das für uns nichts Neues. Das erste Quartal war auch in der Vergangenheit in der Regel nicht unser Bestes und deshalb haben wir natürlich schon aufgrund der Statistiken unser Risiko entsprechend zum Start angepasst. Ja, als Trader kennt man das und wir handeln natürlich trotzdem wie gewohnt unsere Strategie weiter, halten uns vor allem an unser Risk and Money Management und freuen uns dann, wenn die Gewinne wieder eintreten. Das waren die Handelsergebnisse für die Kalenderwoche 4. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch. Ansonsten wünsche ich euch allen einen erfolgreichen Handelsstart in die neue Woche. Allen gute Trades und danke für eure Zeit. Bis bald.